Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute die Fehlerbehebung bei Zöpfen. Ich bin darauf angesprochen worden, ob man auch hier eine Fehlerkorrektur vornehmen kann, da ich einige Videos eingestellt habe zu diesem Thema. Also was macht man bei Fehlern? Ihr seht bei diesem Zopf, da muss anfangs 4 Maschen nach rechts und 4 Maschen nach links verkreuzt werden. Hier ebenfalls. Und hier habe ich den Fehler eingebaut und habe die 4 Maschen zu Beginn statt nach rechts nach links verzopft und hier genau umgekehrt statt nach links nach rechts. So kann ich euch beide Möglichkeiten der Fehlerbehebung zeigen. Man strickt zunächst bis zum Zopf. Und löst dann die Maschen auf. Hierfür haltet ihr euch Zopfhilfsnadeln oder Zopfnadeln bereit. Ich habe hier welche von Pony. Man kann aber auch eine zusätzliche Stricknadel verwenden oder eine Häkelnadel ohne Griff, ein Schaschlikspieß, Zahnstocher, was auch immer. Hauptsache, ihr habt etwas, um diese Maschen hier nachher festzuhalten. Ich beginne nun mit den ersten 4 Maschen, die falsch verzupft sind, und löse diese Reihen auf bis zu der Stelle, an der die Maschen verkreuzt wurden. Das sind also insgesamt 4 Reihen. Ihr seht, nun liegen die Maschen wieder gerade. Also unverzopft. Und nun nehme ich zunächst erstmal alle auf die Hilfsnadel. Dann nehme ich eine zweite Nadel und führe nun die Verzupfung durch. Ich lege die Maschen nach hinten. Und lege sie mir so richtig, wie sie nacheinander kommen, auf die Nadel. So, nun muss ich diese Maschen nach und nach hochstricken. Wichtig ist, dass diese Fäden hier nicht vertauscht werden. Also, dass ich nicht zuerst diesen Faden nehme oder einen höheren, also der Reihe nach. Ich nehme die erste Masche. Und nehme den ersten Faden und stricke ihn ab. Dann den zweiten. Dann den dritten. Und den vierten. Und nun noch die Masche, die ich in Arbeit habe. So, die erste Masche ist oben. Mit der zweiten mache ich es nun genauso. Ich lege die Fäden wieder genau richtig hin, nehme den ersten dann den zweiten. Den dritten und den vierten.
Spanne die Maschen etwas an und stricke die Maschen dann eben noch mit dem in Arbeit befindlichen Faden ab. Nun habe ich die zweite Masche oben. Nun sortiere ich wieder meine Fäden, dass die schön nach und nach liegen. Nehme die dritte Masche und stricke den ersten Faden ab. Den zweiten. Den dritten. Und den vierten. Und nun noch den Faden in Arbeit. Und nun kommt die letzte Masche. Den ersten Faden. Den zweiten Faden. Den dritten Faden und den vierten Faden plus die Masche in Arbeit. Ihr seht, der erste Zopf ist korrigiert, nun liegen alle Maschen nach außen. Nun kommen die nächsten vier an die Reihe. Ich löse wieder diese vier Fäden. Zwei, drei, vier und habe nun hier wieder meine Maschen. So, nun nehme ich die Verkreuzung vor, zeige euch das diesmal ohne Zopfmasche. Ohne Zopfnadel. Ich nehme die ersten zwei Maschen auf eine Hilfsnadel, lege sie vor die Arbeit, führe diese Maschen ans andere Ende der Arbeit und lege dann diese zwei Maschen darauf. So, nun muss ich diese vier Maschen wieder hochstricken, wie zuvor auch. Auch nun wieder darauf achten, dass diese vier Fäden der Reihe nach kommen, dass sie also der Reihe nach liegen. Die erste Masche nehmen. Und mit dem ersten Faden abstricken. Zweiter Faden. Dritter Faden. Vierter Faden. Und noch mit dem in Arbeit befindlichen Faden. So, diese Masche ist oben. Wir können die Maschen wieder etwas anspannen. Und das gleiche noch mit der zweiten Masche. Wieder darauf achten, dass die Fäden nach und nach liegen. Stecke hier diese Nadel nun in die Arbeit, damit sie sich nicht aus diesen zwei Maschen löst, weil die selbst diese Nadel nun nicht mehr halten. Dritter Faden, vierter Faden.
und den Arbeitsfaden, die Maschen wieder etwas anziehen. Und nun holen wir hier die dritte Masche von der Nadel. Erster Faden. Zweiter Faden. Dritter Faden. Vierter Faden und nur noch die in Arbeit befindliche Masche. Arbeit wieder anziehen, damit hier das Maschenbild auch schön wird. Und die letzte Masche. Erster Faden. Zweiter Faden. Dritter Faden, vierter Faden und die letzte Masche. Und es ist geschafft. Der Zopf liegt nun richtig. Man sieht auch gar nicht, dass hier so daran rumgedoktert wurde, sagt man bei uns. Natürlich ist das Ganze etwas beschwerlich. Das hat man bestimmt gesehen. Dennoch finde ich es wichtig, dass man weiß, dass das Ganze grundsätzlich möglich ist. Denn gerade wenn man einen Pulli in Arbeit hat mit mehreren Reihen, mehreren Verzupfungen, ist es doch ganz hilfreich, wenn man diese Methode verwendet, als viele, viele Reihen aufzutrennen. Ich hoffe, es gelingt euch, wenn sich ein Fehler einschleicht. Grundsätzlich wünsche ich euch natürlich, dass ihr es nicht anwenden müsst.